das Bedürfnis, die zu ändern, weil sie eben doch ganz einfache Sachen sind. Ne? So, holt sie im Prinzip bei Grundlagen E-Technik 2 nochmal ab. Ne? Ja, oder 1 vielleicht sogar. Berechnen Sie die Spannung, Effektivwert an einem 50 Ohm Widerstand, an dem eine Leistung von 2 dBW, 10 dBm, beziehungsweise 10 dBm, also sind eigentlich immer zwei Aufgaben, ne? Abfällt. So, versuchen wir uns dran. Also das erste, 2 dBw entspricht welcher Leistung? Ha? Ja, das ist eindeutig. Also das ist also ja der, die Bezugsgröße ist 1 Watt, genau. Naja, erst einmal können wir es ja im Kopf, also wir können es mit dem Taschenrechner machen, aber im Kopf würden wir sagen, 2 ist 10 minus, ja, so kann man es auch machen, genau. 10 minus 5 minus 3, oder, das wäre die andere Variante, 2 dB Watt ist 10 hoch 0,2 mal 1 Watt. Ne? Mal gucken, ob wir das gleiche rauskommen. Das entspricht 10, 5 ist Faktor 3, ne? Durch 3, durch 2. Sind gleich 10 Sechstel ist gleich ungefähr 1,333, ne? 666 meine ich, 1,6. Kommt mir gerade ein bisschen komisch vor, aber egal. So, was kommt daraus, wenn Sie es mit der richtigen Formel machen? Ich weiß nicht, ich glaube, so. Also entspricht 2 dBw ungefähr 1,6 Watt. Ne? Ja. So, und wir brauchen die Spannung. Ne? U effektiv oder P ist gleich U effektiv Quadrat durch R, beziehungsweise U effektiv ist gleich Wurzel P mal R. R war 50, also Wurzel 1,6 mal 50, die Volt schreibe ich gleich dahinter. 6 mal 50 sind 3, ne? Kommt schon raus, oder was? 8,9 Volt, ne? Gut. So, das wäre das. 10 dBm, können wir den Spaß nochmal machen. Das ist einfacher auszurechnen, das entspricht 10 Milliwatt und dann machen wir den ganzen Kram nochmal. Dann kriegen wir U effektiv gleich Wurzel 10 Milliwatt mal 50 Ohm raus und das ist 100. Ja. Das ist ja genau 1,5 hier, was da unten drunter steht. Und daraus die Wurzel. Okay. So, am Eingang eines Verstärkers, Impedanz 50 Ohm, liegt eine Spannung von 1 Volt effektiv. Das macht es einfacher. Der Verstärker verstärkt die Spannung um den Faktor 5. Welche Ausgangsleistung ist an einer Leistung von 50 Ohm verfügbar? Ausgangsimpedanz des Verstärkers ist auch 50 Ohm. Setup klar? So, 50 Ohm, 50 Ohm. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie das mit der Spannung ist. Machen wir die zweimal dahin, haben wir mehr Platz. So,
50 Ohm, hier hatten wir 1 Volt, ne? Effektiv. So, was ist die kitzelige Frage an der Stelle? Naja, für mich die spannende Frage ist, welche Spannung ist denn das hier, die hier verstärkt wurde? Ist es die oder ist es die? Ja, das ist die, gut, das ist die 1 Volt. Und die mal 5. So, nur trage ich sie jetzt dahin oder dahin? Das wird aus der Aufgabe nämlich nicht klar. Hätte ich auch da angenommen. Ja, so ist es doch gemeint. Also so macht es auch Sinn. Also vorher waren die 50 Ohm hier, aber wir werden noch über Verstärkungen und so weiter bei Verstärkern sprechen. Im Detail noch. Da gibt es so eine, ich hätte fast gesagt, Grauzone von verschiedenen Definitionen von Verstärkung. Nicht nur bei der Spannung, sondern auch bei der Leistung. Ich hätte es aber auch dahin gesetzt, ne? Naja, Sie könnten ja die Leerlaufspannung angeben, ne? Ohne die Last hinten dran, ne? Und dann hätten Sie ja im Prinzip genau die da. Ne? Ja. So, also das sind dann P ist gleich 25 Volt Quadrat durch 50 Ohm, macht ein halbes Watt, ne? Oder? Gut. Eine Leistung von 500 Watt wird in einem Dämpfungsglied um 20 dB gedämpft. Welche Spannung liegt am Ausgang wieder auf 50 Ohm Niveau noch an? Und welche Leistung muss das Dämpfungsglied an Wärme abführen? Dämpfung in 20 dB. 3 20 dB Dämpfung entspricht ein Hundertstel, ne? Das heißt, am Ausgang noch 5 Watt an 50 Ohm im Dämpfungsglied. Werden dementsprechend 495 Watt in Wärme umgesetzt. Das muss man bei Dämpfungsgliedern immer berücksichtigen, ne? Dass die Leistung letztlich aufnehmen, ne? Also irgendwie ist man immer versucht, davon auszugehen, dass da irgendwie nichts passiert und dass die Dinger schon sehr robust sind und so weiter, aber ne? Also hier in diesem Beispiel wird es dann mal klar, wo dann da ein Problem sein könnte. Okay, wir haben noch 5 Watt an 50 Ohm. Also steht da ja schon, 5 Watt an 50 Ohm. Das heißt also U effektiv ist gleich Wurzel P mal R, hat es alle ausgerechnet. Wurzel 250. Das hasse ich ja. 15,81 Volt, genau. So, das war's. Das sind aber, das muss man gleich dazu sagen, auch nur die einfachsten Aufgaben, ne? So, Übungen zum Reflexionsfaktor und zum Smith-Diagramm. Also das ist so eine Einstiegsaufgabe, ne? Morgen gewesen.
Am Ende einer 50 Ohm Leitung wird ein Widerstand von 10 Ohm, 100 Ohm angeschlossen. Wie groß ist der Reflexionsfaktor nach Betrag und Phase? Benutzen Sie dazu nur das Smith-Diagramm oder Ihren Kopf, nicht den Taschenrechner? Gut, die Phasen können wir im Kopf schon machen, ne? Beziehungsweise einfach, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten hinkriege. Räumen wir hier mal kurz auf. So. Und besorgen wir uns ein Smith-Diagramm. Das zum Beispiel. Und besorgen wir uns einen Stift. Der ist doch gut. Und einen Zirkel. Dann. Achso, einschalten muss man auch, ne? Das ist, glaube ich, kein Vergnügen, das da zuzuschauen, aber gut. Gut, so, da haben wir das Smith-Diagramm schon. Ist das einigermaßen scharf? Super scharf, ne? Okay, so, 10 Ohm. Wo müssen wir 10 Ohm eintragen? Ja. 0,2 auf der reellen Achse. Das kann ich nicht ohne Brille. Ja, also steuern Sie gerne, wenn Sie wollen. So, das ist da, 10 Ohm. Das ist Z-Strich, ja. Kann ich das hier irgendwo noch unten drunter schreiben? Könnte ich gerade mal. Kann ich auch nicht an die Tafel schreiben, ne? So, machen wir das mal so erstmal. Z-Strich ist gleich in diesem Fall 10 Ohm durch 50 Ohm gleich 0,2 und in dem anderen Fall waren es 100 Ohm durch 50 Ohm gleich 2, ne? A. Das nennen wir mal B, ne? So, machen wir auch gleich. Da haben wir die beiden schon mal eingetragen. Das ist dann der da, der Zweierpunkt. So, jetzt brauchen wir noch den Betrag. Die Phasen können wir sofort ablesen, denn hier haben wir einen Winkel von 180 Grad. Und hier haben wir einen Winkel von 0 Grad. Konnten wir auch so sehen, das geht Richtung Kurzschluss, das geht Richtung Leerlauf, ne? Und jetzt brauchen wir noch den Betrag. Dazu, das kann man mit dem Geodreieck machen. Ich mache es jetzt mit dem Zirkel, weil es irgendwie die klassische Variante ist. Nehmen Sie einfach diese Strecke hier in den Zirkel, hier für die 10 Ohm. Und dann schieben wir das Smith-Diagramm ein Stückchen hoch und können Sie unten eintragen. Vom Mittelpunkt abgetragen kriegen wir jetzt raus. Wir haben eine Return Loss. Das ist die, kann man das lesen? Da, genau, müsste man sehen können. Das ist die obere Skala von dem, wo ich jetzt dran bin, von irgendwie 3, 3,5. Können wir uns mal kurz merken. Reflexionskoeffizient der Leistung, also Reflection Coefficient P, ist die untere Skala, das sind 0,46, können wir uns auch kurz merken. Und Reflection Coefficient E oder I, also das ist die Amplitude des Reflexionsfaktors des Gammas, ist hier 0,68. Also 0,68. Damit würde man hier angeben, Gamma ist gleich minus 0,68. So, können wir das irgendwie überprüfen? Also ob wir richtig abgelesen haben. Also ja, denn Gamma ist ja auch gleich ZL minus Z0 durch ZL plus Z0 wäre in diesem Fall minus 40 durch 60 ist gleich minus 0,66. Also Periode sogar, ne? Und da sind wir mit den 0,68 dann doch ganz schön dicht dran, ne?
Also, funktioniert. Machen wir denselben Spaß. Ach so. Selben Spaß noch für 100. Das ist zwar auf der rechten Seite hier jetzt vom Ursprung, aber wir müssen natürlich trotzdem hier die Skala hier unten nehmen. Das heißt, wir kommen hier auf einen Return Loss von 10 dB, wie man ablesen kann, oder 0,1 oder hier 0,316. Also 0,32. Ja. Und das E und das I steht dann für? Na, für Spannung. E und I Strom. Ne? Also, ja. Es ist eigentlich nur, also das P hier, ja. Da wo ich jetzt bin in der Skala, da, ja. Das ist nur das Quadrat von dem da drunter. Okay. Weiter nichts, ne? Und die Leistungsfaktoren gehen ja quadratisch mit den Amplituden. Das ist alles. So, und das da oben drüber, nochmal da drüber ist dann nur das dB. Wobei dB, da dB ja immer ein Leistungsverhältnis ist, auch wenn man das auf Spannungen bezieht, aber implizit hat man immer die Quadratbildung da drin, ne? Ist es bei dem, bei der dB-Skala hier egal, ob wir von Leistung oder Spannung reden, weil das ist das Gleiche, ne? Gut. Mal gucken, ob das automatisch funktioniert oder ob er dann wegfällt. Ne, das kann er nicht. So, in Reihe zu den oben genannten Lasten liegt nur eine Kapazität von einem Pikofarad. Ermitteln Sie die Gesamtimpedanz und die Reflexionsfaktoren für 10 MHz, 100 MHz, 1 GHz und 10 GHz. Zeichnen Sie diese in Smith-Diagramm ein. So, die Aufgabe wird jetzt komplexer. Das mache ich mal gerade weg, damit wir hier ein bisschen Platz haben, damit ich mal hinzeichnen kann, was wir hier eigentlich haben. Es liegt jetzt vor diese Reihenschaltung. Reihenschaltung ist so richtig, ne? Ja, in Reihe. Die so aussieht. Das sind hier die 10 Ohm bzw. 100 Ohm, eins von beiden. Und das hier ist ein Pikofarad. Jetzt brauchen wir erstmal den Blindwiderstand von einem Pikofarad bei den angegebenen Frequenzen. Machen wir uns eine kleine Tabelle, F und 1 durch Omega C. Womit fangen wir an? 10 MHz, 100 MHz, 1 GHz, 10 GHz. Okay, 1 durch 2 mal. Pi mal 10E6. Bitte? Es ist immer ganz wichtig, dass am Wochenende dann laufen. Ja, Mensch, einer muss das machen. So, kommen Sie auf das Gleiche wie ich. Ich muss merken, 15.915 Ohm. Okay, das ist ein Zehntel davon, das sind dann 1591,5 Ohm, das sind 159,15 Ohm und das sind 15,915 Ohm. So, das müssten wir jetzt noch
1 durch Omega C mal 1 durch Z0, also die 50 Ohm hier, die wir uns hier noch hingedacht haben, Z0 gleich 50 Ohm, nochmal durch 50 Ohm teilen. Das haben Sie auch, ne? Nochmal durch 50. Dann kommen wir auf 318. 31,8, 3,18 und 0,318. Ne? So, das angetragen. Im Smith-Diagramm. Einmal für die 10. Also wir müssen uns natürlich das Minuszeichen noch an den Blindwiderstand da randenken. Das habe ich da jetzt eben nicht hingeschrieben. Fangen wir an. Wenn der Realter gleich bleibt, wissen wir schon, wir bleiben auf diesem Kreis hier oder sind hier auf diesem Kreis. So, und dann haben wir erstmal für 10 Megahertz sind wir da. Und für 100 MHz sind wir 20/50 da und für 1 GHz, ich mache gleich die Bezifferung noch dran, sind wir bei 3,2, das ist hier und für 10 GHz sind wir bei 0,32, das finden wir hier, da, ne? Ja. 10G, 1G, 100 MHz, 10 MHz. So, Beträge. Ich mache es jetzt nur mal für 10G, weil da geht es vielleicht mal. Also es reicht ja als ein Beispiel, ne? So, gehen wir das hier raus, gehen wir wieder unten ins Diagramm rein und kriegen 0,68 schon wieder raus. Also es hat sich kaum geändert gegenüber dem, was wir vorher hatten. Und dann nehmen wir vielleicht noch den 1G, da sehen wir auch, dass das dann der Betrag größer wird. Da sind wir jetzt schon bei 0,96 als Reflexionsfaktor, ne? Gamma gleich, was hatte ich gesagt, 0,96 mal E hoch J, Minus kann man schon dran machen. Und jetzt brauchen wir noch mal ein Geodreieck oder irgendetwas, womit wir das verlängern könnten. Wo habe ich denn mein Geodreieck versteckt? Ah, nehmen wir das, genau, Dankeschön. Können wir die Phase ablesen, indem wir einfach hier das Ding verlängern, durch den Ursprung durch. So, und irgendwo hier sind wir. Was kriegen wir da abgelesen? Sie können das wahrscheinlich sogar besser sehen als ich. Das sind minus 15, 16, 17, minus 17 Grad, ne? So, gönnen wir uns noch den Spaß für die 100. Diese beiden Punkte liegen fast gleich. Das ist ganz schwer, jetzt da irgendwie eine andere Linie zu finden, auf dem der liegen sollte. Die 3,1 können wir, oder 3,2 können wir hier antragen. Und die 0,3, das ist die Linie, liegt da. 10G, 1G. Ich gönne mir auch hier nochmal den 1G-Punkt, den abzulesen. So, das sind 0,7. Kann man das da sehen? Da 0,76. Ein 100 Ohm, der Rest gleich. Gamma gleich 0,76. Mal E hoch minus J. Die Phase noch.
halt natürlich vom Ursprung aus. Da ist der Strich, das sind minus 20. Halt, ich habe eben die falsche die falsche Skala genommen, ne? Da hat mich auch keiner gebremst hier, ne? Also, nehmen müssen wir den Punkt und den, das sind minus 26 und hier, das korrigiert, sind minus 34. Genau, wir wollten nämlich, da habe ich nicht drauf geachtet, wir wollten ja den Angle of Reflection Coefficient in Degrees nehmen und nicht den Angle of Transmission. So, im nächsten Schritt, Nummer 3, wird jetzt eine Leitung noch angeschlossen. Das heißt, wir haben diese Impedanz hier. So, und was wir wollen, die Länge ist fraglich, die Impedanz ist Z0, also 50 Ohm wieder. Und was wir wollen ist, wenn wir hier reinschauen, soll Gamma rein reell sein. So, was müssen wir tun? Also wir werden jetzt das Ding hier um den Ursprung drehen. Ich male das mal komplett hin. Ach so. Jetzt sieht man auch nichts, ne? Außer Hand. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Okay, so. Also wir müssen dieses Ding hier, dem schließen wir eine Leitung an und dann wird das Ganze auf einem Kreis um den Ursprung irgendwie gedreht werden. Das sieht aber komisch aus. So, jetzt ist die erste Frage, wenn wir da jetzt ein kurzes Stück Leitung dran machen, in welche Richtung wird denn gedreht? Ja, nö. Also die Frage ist linksrum oder rechtsrum? Ja, kommt es nicht darauf an, welches Verhältnis zu Lambda steht? Also, vielleicht habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt ein ganz kurzes Stück Leitung an dieses Ding daran flanschen, so wie wir das hier gemacht haben. Wandert der Punkt nach oben oder wandert der Punkt erst nach unten? Na, wenn wir so nicht wissen, wie finden wir es denn raus? Bitte? Aber
Ja. Also kann ich gucken, warum bei dem Smith-Diagramm die Phase größer wird. Steht der Ausdruck an, aber ich kann es nicht gerade nicht. Das mache ich Ihnen größer. Also es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Die eine ist die physikalische. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Leerlauf. Das ist er, ne? So, und an diesen Leerlauf packen Sie jetzt ein kurzes Stück Leitung. Wird das dann kapazitiv oder induktiv? Also ein ganz kurzes Stückchen Leitung an einem Leerlauf ist eine Kapazität, ne? Also wo soll die Induktivität herkommen? Ja, oder andersrum, Sie können es sich auch andersrum denken, funktioniert da genauso. Nehmen Sie mal an, Sie haben einen Kurzschluss und Sie packen an diesen Kurzschluss ein ganz kurzes Stück Leitung. Was ist das dann? Ein Drahtbogen. Was ist ein Drahtbogen? Eine Induktivität. So, ne? Das heißt also, Sie werden in beiden Fällen in die Richtung laufen, also dahin oder dahin. Und so steht es auch hier dran. Das ist nämlich die andere Antwortmöglichkeit. Man kann auch einfach lesen, ne? Towards Generator. Wir drehen Richtung Generator, ne? Also ist das die Richtung, in die wir gehen werden. Also ich habe immer dem, was da dran stand, nicht vertraut. Das war mein Problem, deswegen habe ich mir das anders gemerkt. Ne? Weiß nicht warum, aber es funktioniert halt genauso. So, heißt also, wir müssen jetzt dieses Ding hier da auf dem Kreis drehen, bis wir da hinten rauskommen. Oh, da hinten rauskommen. Ein bisschen ärgerlich, aber so ist es halt, ne? So, wie weit müssen wir es drehen? Um wie viele Wellenlängen? Oder um welche Phase? Nun, die Phase, wir kommen dann auf 180 Grad, hier, dahin. Und wir starten bei, nicht wieder die falsche Folie, bei 34. 34 minus 180 macht 146, ne? Also bei 10 Ohm, 146 Grad Phasendrehung, dann muss die Leitungslänge Beta mal L die Hälfte sein, ne? Weil die Welle geht ja hin und zurück, also 73 Grad und das entspricht einer Länge, das können wir auch noch ablesen. Von, ja, wo haben wir angefangen? Vielleicht noch ein bisschen größer machen, ne? So. Wenn Sie hier mal die äußeren schauen, Wavelengths towards Generator, sind wir hier bei 0,298, richtig? 0,298. Und wir kommen hier hinten bei 0,5, also 0,0, aber eigentlich 0,5 raus. Also 0,298 oder 0,5 minus 0,298 ist 0,202, ne? Lambda. Habe ich denn das jetzt richtig gemacht?
Irgendwas gefällt mir gerade nicht. Aber doch, es kommt größenordnungsmäßig hin, ne? Also, das ist fast Lambda, etwas unter Lambda Viertel und das auch etwas unter Lambda Viertel. Ne, passt. Haben Sie das gleiche rausgekriegt oder haben Sie es gar nicht probiert? Und zwar, mich würde interessieren, was ich jetzt. Wie haben Sie sich das hergeleitet, damit es Richtung Generator also sich ergibt? Also, drei oder zwei Varianten. Entweder Sie lesen, da steht Wavelength towards Generator und dann Pfeil dran. Hier. Das heißt also rechts rum. Ist das rechts rum? Ja, ist rechts rum. Im Uhrzeigersinn, ja. Mathematisch negativ. Ja. So, und die andere Herleitung für mich ist gewesen, was würde denn passieren, wenn ich einen Leerlauf habe und an einen Leerlauf ein kurzes Stück Leitung packe? Dann ist das eine Kapazität. Ja? Also es würde heißen, der Leerlauf mit ein bisschen Leitung würde in diese Richtung laufen. Ja. Ne? Ja. That's it. Okay. Ja, das verstehe ich eher. Ja, ich auch. Deswegen habe ich es mir auch immer so gemerkt. Und nicht aus dem Schaltbild, hier ist der Generator. Und Sie laufen mit der Leitung in Richtung Generator. Nee, das ist, wenn Sie Richtung Last weiterlaufen würden, dann gehen Sie andersrum. Ja, also wenn Sie das hier schon haben und jetzt verkürzen Sie die Leitung, im Prinzip laufen Sie ja in die Richtung, also genau andersrum. So, machen wir das nochmal für den 1G-Punkt von dem 100 Ohm. Das haben wir das Ganze ja einmal schon getan. Das heißt, wir können hier kann man es auch etwas besser sehen wahrscheinlich. So, das heißt, wir kommen da raus an der Stelle, was man jetzt da noch nicht sieht. Also das wäre jetzt die Weiterergänzung. Jetzt kommt das Problem wieder. So, und wir sind an dem Punkt neu. Wir können ausrechnen, welche Phasendrehung wir hier erfahren müssen. Also wir müssen drehen von, was hatten wir eben, 20, 26 Grad bis 180. Bei 100 Ohm, 26, 180, 154, nicht? 154 Grad. Phasendrehung. Das ist eine Leitungslänge von Beta mal L gleich genau die Hälfte, 75, 77 Grad. Und jetzt nehmen wir den äußeren Kreis hier und starten bei 0,284. Ne, da 0,286 hier. Liest man das noch? Ja. 8,6. Oh. So. Und wir enden wieder bei 0,5. Die Differenz ist 0,214. Also 0,214 Lambda Länge der Leitung. So, einen Reflexionsfaktor können wir wieder ausrechnen, was das hier ist. Da, spaßeshalber, 0,76. Mache ich aber nicht mehr. Okay. Halt.
da in Reihe zu der ursprünglich gewählten reellen Last, also 10 Ohm oder 100 Ohm, nicht nur keine Kapazität mehr, sondern eine 10 cm lange 50 Ohm Leitung mit einem Verkürzungsfaktor von 1,5. Berechnen Sie die Reflexionsfaktoren, bla bla bla. Das ist nochmal eine ähnliche Aufgabe in einer anderen Farbe. Grün zum Beispiel. Also es liegt die Situation vor. Widerstand. Leitung. 10 cm. Verkürzungsfaktor 1,5. Ja, können wir auch gleich draus machen. Entspricht 15 cm. V gleich 1, ne? Also packen wir 1,5 gleich da rein. Berechnen Sie die Reflexionsfaktoren, die wir da jetzt haben, wieder für verschiedene. Na, machen wir es einfach mal nur für 1 GHz. 1 GHz reicht, ne? Lambda bei 1 GHz ist 30 cm, ne? Damit ist die Leitungslänge entspricht Lambda halbe, ne? Ja, damit hat sich die Aufgabe eigentlich schon von selber erledigt, weil ein Lambda halbe langes Stück keine Transformation vornimmt, ne? Nisse bleiben wie gehabt, weil Lambda halbe lange Leitung unsichtbar ist. Machen wir den ganzen Spaß nochmal für Megahertz. Da ist die Leitung 3 Meter lang und dann ist die Leitungslänge entspricht Lambda 20stel, ne? Gleich 0,05 Lambda. Ich hätte es gerne so hingeschrieben, weil ich das besser ablesen kann. So, schauen wir in das Diagramm wieder rein vom Smith. Unsere ursprünglichen Punkte haben wir hier noch. Da. Jetzt brauchen wir nur noch den Rand. Wir bringen dran ein 0,05 langes Stück Leitung. Wir beginnen mit 0,25. Müssen also bei 0,3 rauskommen. Das ist hier. Sieht man das noch? Ja, das ist da. Das heißt also, wir befinden uns auf dem, was ich hier mit dem Geodreieck anzeichne und drehen um 'Dass wir hier rauskommen, da, an der Stelle. Wir gönnen uns denselben Spaß auf der anderen Seite für den 10 Ohm Punkt. Das ist hier. Hier haben wir es beim Ablesen ein bisschen leichter, weil die 0,05 da oben nämlich, sieht man sie? Da, genau, da oben nämlich angezeichnet sind. Hier. Und wir kommen an der Stelle raus. So, lesen wir die Phase ab. Richtige Skala, ne? 144 Grad. Oh.
und ein Reflexionsfaktor von 0,68 schon wieder, ne? E hoch J. 100 und was hatte ich gesagt? 144 Grad, ne? Und die 10 Ohm können wir auch noch machen. Gamma gleich E hoch minus J, das ging ja nach unten. Wo ist der Punkt? Und eine Phase von 34 Grad, ne? Ne, 36. 34, genau. 0,3 hatte ich gesagt, ne? So. 0,34, um genau zu sein. Gut, so. Was würde passieren, wenn wir das Ganze für 10 GHz machen? Die Welle ist 3 cm lang, damit ist die Leitungslänge 5 Lambda. Das heißt, wir müssten im Smith-Diagramm 10 mal rum. Ja, weil eine volle Umdrehung ist ja Lambda halbe, müssten 10 mal rum. Das ändert aber nichts, weil wir ganzzahlige Vielfache von Lambda halbe uns gedreht haben im Smith-Diagramm und das ändert eben an der Impedanz nichts. Jo. Soweit so schön. Ich bin da immer im falschen Menü. Wenn einer von Ihnen möchte, dann natürlich sehr gerne, ne? Okay, am Ende einer 50 Ohm Leitung. Oh. Wird eine Parallelschaltung eines 55. Das ist das Leitungsdiagramm. Das machen wir nicht. Ja, genau. Das im Leitwertdiagramm haben wir nicht gearbeitet und das habe ich auch nicht vor. Das hatte ich mal getan. Könnte man vielleicht mal eine Übung hier aufnehmen und dann. Naja. So. Hier geht es um die Lambda-Viertel-Anpassung. Berechnen Sie die Impedanz einer Lambda-Viertel-Leitung, um Folgendes anzupassen. 10 Ohm auf 50 und so weiter und so fort. Wie geht das? ZL, Z 0 meinetwegen. Und hier sehen wir die Impedanz Z in. Ja, also Z0 ist gleich Wurzel ZL mal Z in oder auch bitte Z in. Ist gleich Z0 Quadrat durch ZL und jede andere Geschmacksrichtung dieser Formel. Ne? Ja, okay, dann kommen wir hier bei 10 zu 50 auf Wurzel 500. Alles in Ohm. 25 zu 50. Kannst du an deinem Kopf?
1000, das hätte man doch hinkriegen können, ne? 1250, 50 auf 75. Wurzel 3750 und 75 auf 50. Oh. Dasselbe. Und 300 auf 50 wird zu 15, Wurzel 15.000, ne? Gut. Der Taschenrechner, ach, der gibt auch keine. Das sind also 22 Ohm. Wurzel 1250. Soll das? Das sind 35. Aber das hätte man wissen können. Ha? Und Wurzel 15, 1, 2, 3, 122, ne? Das hatte ich auch schon mal in meiner Simulation drin. Ich erinnere mich gerade an die Zahl. Gut, durch welches kürzestmögliche verteilte Element kann man jeweils natürlich nur genau eine Frequenz folgende konzentrierte Elemente ersetzen. Serien C, Serien L, Parallel C, Parallel L. Ja, wir haben all das ja getan. Machen wir mal die Serien zunächst. Naja, verteiltes Element wird eine Leitung sein, ne? Und das soll entsprechen entweder einem Serien C. Oder einem Serien L. Das soll die nicht zusammen sein. Wie zusammen? Ja. Nö. Ja. Also wenn der offen bleibt, dann ist ein Serien C und wenn er gut geschlossen wird, ist ein Serien L. Das wird die Antwort für die Parallelschaltung. Also was wir haben wollen, ist ja, nehmen wir mal Serien C zunächst mal, ist ja sowas hier. So. Wie könnten wir das hinkriegen? Können wir in der Vorlesung nachgucken.
steht es nämlich drin. Serie L und Serie C kriege ich mal rein über die Leitungslänge. Genau. Ne, ich suche noch die, ich habe die Tabelle hier irgendwo drin. Ich weiß nur nicht mehr wo. Unter Matching, ne? Ja. Ist sowas. So, da haben wir's, ne? Wie setzen wir das jetzt um? Warte ich das? Das war die Tabelle, die ich gesucht habe die ganze Zeit. Und damit ist das auch die Antwort, ne? Also L und C machen Sie einfach durch ein Leitungsstück der richtigen Länge dazwischen gebaut. Ne? Und Sie können dasselbe machen mit den Blindwiderständen, also der Parallelschaltungen. Ne? Auch da können Sie eine Leitung leerlaufend oder kurzgeschlossen mit der richtigen Länge nehmen. Wenn Sie aber eine Kapazität brauchen, bietet es sich an, eine offene, relativ kurze Leitung mit unter Lambda Viertel zu nehmen. Und wenn Sie eine Induktivität brauchen, dann nehmen Sie eine kurzgeschlossene Leitung mit Lambda unter Lambda Viertellänge. Mit Länge unter Lambda Viertel. So, Sie könnten natürlich auch die hier eine nehmen, die leer läuft, nur dann müssen Sie die Länge größer machen, dann muss sie nämlich über Lambda Viertel sein. Ne? Ja, aber auch kleiner Lambda halb. Ne? Ja. Okay. Wobei in der Tabelle sehe ich gerade einen Fehler drin ist, denn kapazitiv wird es ja erst hängt davon ab, wo ich mich befinde. Okay.
Gut, so. Das war die einfache Übung. Kommentare. Also das mit dem Smith-Diagramm muss man, wir machen da, glaube ich, auch gleich mal was in Richtung Anpassung noch was. Das muss man einfach auch mal auch öfter üben. Und dann wird das auch klar. Also das Smith-Diagramm ist im Wesentlichen eine Übungssache, wie so vieles in der Elektrotechnik. Ne? Aber das besonders. Gut. Nee, Signalfußgrafen wollte ich nicht. Ich wollte jetzt mit dem Smith-Diagramm weitermachen. Ja, nehmen wir den. Okay, tragen Sie Widerstände von R gleich 10, 20 und so weiter ein und bestimmen Sie Reflexionsfaktoren linear, Betrag und Phase und in dB. Müssen wir das nochmal machen? Na gut, gönnen wir uns noch eine Zahl hier. Welche wollen Sie? Bitte? 250 Ohm. Ups, da muss ich umstellen. Wie groß ist Z'? Bitte? Bei einer 50 Ohm Leitung, ja. Na, 5, ne? 250 Ohm. So, Betrag ist, oder Phase ist 0 Grad und es sind 0,6. Da unten können wir es ablesen. Da 0,68, ne? So, das war das. Machen wir das Komplexe hier. Tragen Sie die Impedanzen von R gleich 10 plus J10, 50 plus J30, 100 minus J30 Ohm ein und bestimmen Sie die Reflexionsfaktoren linear, Betrag und Phase und in dB. 10 plus J10, wo muss ich da hin? Da. Dann 50 plus J30 ist 1 plus 0,6, ne? 1, 0,6, das ist der Punkt hier. Und 100 minus J30 ist 2, 0,6. Minus 0,6, da. Minus J30, genau. So, Beträge. Wieso ist das immer 0,68? 0,68 und 3,4. Ich schreibe mal nur die dBs dazu, ne? Dann 50-30. Und 100 minus 30 sind 8,5. Ja. Achso, das war wieder nicht sichtbar, ne? Da. Gut. Können wir nochmal das Georeck haben? Ja. Die Phasengrade. Ich
markiere sie nur. Da, das sind hier die 22, minus 22 natürlich. Sechs siebzig da und hier 156 oder 155 da. Gut. So, zeichnen Sie die Ortskurve einer Serienschaltung von R gleich 20 Ohm mit L gleich 1 Nanohenry im Frequenzbereich von 1 bis 10 Gigahertz. Ein Nanohenry at 1 Gigahertz. Entspricht, liest man das da? Ja. Entspricht 2 mal Pi. Hätte man auch ausrechnen können, dass das 2 Pi sind. 2 Pi Ohm gleich 6,3 Ohm und 6,28 durch 50 entspricht 0,126 mal 50 Ohm. So, was haben wir? 20 hatten wir, ist 0,4, ne? Also 20 Ohm entspricht einem Z-Strich von 0,4. Das heißt, wir bewegen uns hier bei 0,4. Den Punkt müssen wir uns schon mal merken. Bei einem Gigahertz sind wir bei 0,126. 0,1 ist da. 0,12 ist hier, da. Das wäre also 1 Gigahertz. Und bei 10 Gigahertz sind wir beim Zehnfachen, also bei 12. Nee, 1,26. 1 ist da, 2 ist 1,2 ist hier. Sieht man das noch? Nee, da. Und dann sind wir in etwa halt auf der Kurve, müssen wir suchen. Hier. Das heißt also, die Ortskurve ist genau das Ding hier. So, minimalen und maximalen Betrag des Reflexionsfaktors. Gerade das ist hier, das ist der kleinste wohl, ne? Ups, da sind minus 7 dB. Und das wird der größte sein. Sind minus 2,6 dB. Nochmal gezeigt, wo ich es abgetragen habe. Das war ja wieder nicht drauf wahrscheinlich. Ne? Da an der Skala. Ne? So. Zeichnen Sie die Ortskurve einer Serienschaltung von R gleich 45 Ohm mit L gleich 0,5 Nanohenry und C gleich 10 Picofarad im Frequenzbereich F von 1 bis 10 Gigahertz. Das ist heute aber ein Smith-Diagramm-Orgie. Und noch eins, ja, hier. So. Was brauchen wir? 45 ist schon mal 0,9. Aber da brauche ich jetzt die Tafel auch dafür. Das geht nämlich nicht so. So, dann haben wir 1 Nanohenry. Machen wir mal die Frequenzen. Das L und das C, und zwar das XL brauchen wir eigentlich und das XC. Und hier machen wir die Frequenz. Fangen wir mal an mit einem Gigahertz. Und dann sollten wir eigentlich schon sehen, was passieren kann.
Ein Nanohenry bei einem Gigahertz. 0,5, okay. Dann trotzdem, was ist das Ergebnis? Pi, ne? Also 3,14. Ich könnte es eigentlich auch als Z' gleich angeben, ne? Ist es dann, ja. 0,0628. Und das XC? Bitte? 15,92, aber das auch noch normiert, sind 0,318, ne? Minus 0,318. Da machen wir die Striche gleich dran, ne? So, dasselbe machen wir nochmal bei 10 GHz. So, das wird verzehnfacht, also 0,628. Das wird gezehntelt, also minus 0,0318. Während die Summe hier, XL' plus XC', in diesem Fall hier im ersten Fall kleiner 0 war, ist sie hier größer 0. Das heißt also, wir kommen irgendwann am Ursprung mal durch, ne? Ursprung nicht, sondern bei der reellen Achse durch. Konstruieren wir uns das gerade. Jetzt noch nicht für die einzelnen Punkte, sondern nur mal so im Überblick. 0,9 wissen wir, den hatten wir schon gefunden. Das ist der Punkt hier. Frequenz, Punkte müssen wir dann noch eintragen, haben wir jetzt noch nicht gemacht. Der Realteil bleibt immer gleich, der Imaginärteil nur ändert sich. Sind wir bei einer Serienschaltung, die war nicht davor. So, und sind wir bei ganz niedrigen Frequenzen, ist die Spule unsichtbar und wir sind kapazitiv, also hier irgendwo in dem Bereich unterwegs. Da, ich male den hier mal nach. Die Frequenz steigt. So, Frequenz steigt und wenn sind wir bei ganz hohen Frequenzen unterwegs, ist das ganze Teil induktiv, weil die Kapazität ja zunehmend einen kleineren, betragsmäßig kleineren Blindwiderstand liefert und die Induktivität einen größeren. So, das wäre die gesamte Ortskurve. Müssen wir nur noch gucken, wo wir denn bei den einzelnen Punkten von einem bzw. 10 GHz sind. Da haben wir also die Punkt 0,628 minus Punkt 318, also minus 0,255. Und das müssen wir da nochmal machen. Punkt 628 minus Punkt 0318 sind wir bei 0, plus 0,596. Das heißt also 0,255 minus 0,255 finden wir hier. 1G und beim 10G sind wir bei 0,6. Das ist hier. Machen wir da auch mal Herzen draus. So, minimaler und maximaler Reflexionsfaktor. Wo finden wir den minimalen Reflexionsfaktor? Bitte? Genau, ne? Also wenn die beiden gerade in Resonanz sind, das ist das hier. Da haben wir einen Reflexionsfaktor von, was sind das hier, 25, 26 dB. Und den maximalen haben wir bei 10 GHz zufällig.
das ist da. Das sind jetzt hier 10 dB. Aber nur weil wir bis 10 GHz gehen, oder? Ja, nur weil wir bis 10 GHz. Ansonsten wär's, kommen wir da irgendwie beim Leerlauf raus, ne? Dann wäre es 1, der Reflexionsfaktor. Also nicht 1 dB, sondern wirklich 1, ne? Was dann 0 dB entspricht. So, tragen Sie im Smith-Diagramm die folgenden Reflexionsfaktoren ein. Gamma gleich 0,7, E hoch J 90 Grad, 0,1, E hoch J 45 Grad und geben Sie die zugehörigen Impedanzen an. Wie ändern sich die Impedanzen, wenn die oben genannten Reflexionsfaktoren am Ende einer Leitung mit elektrischer Länge Lambda 12 liegen? Okay. Ich hätte gerne einmal nur umgerechnet, Lambda 12 entspricht 0,083 Lambda, ne? Ist richtig? Ja, ist richtig. Und was wollte ich noch? Wir haben die gegebenen Gammas. Gamma gleich 0,7, E hoch J 90 Grad und Gamma gleich 0, das war das andere 1, ne? Ja, 0,1, E hoch J 45 Grad. Ich nehme das gleiche Diagramm. Können wir einen Baum sparen, der auch nicht abgeholzt werden muss. Und ja gut, 90 Grad hier oben, ne? Da geht's hoch. 0,7, sieht total schief aus, aber ist nun mal so. 0,7 müssten wir ins Diagramm nehmen hier. Also wir gehen einfach den Weg nur umgekehrt. 0,7 ist da. Halt, ich muss ja von da, deswegen sah es so schief aus, vom Ursprung ausgelaufen und nicht von dem roten Punkt, den ich da markiert hatte. Das ist der hier. Ich mache ihn gleich noch dicker. Gucken wir uns die 0,1 an. Das ist das da. Und dann sind es 45 Grad, die sind da zu finden. Gerade über oberhalb des Gs raus da. So und so. So, wie finden wir die Impedanzen? Na, einfach ablesen, ne? Realteil ist das hier, das sind 0,35. Plus J 0,95. Und da unten an der Stelle ist es 1,2 plus J 0,2. So, jetzt müssen wir den ganzen Kram noch, ich brauch's nochmal, den ganzen Kram nochmal um Lambda 12 mit einer Leitung drehen. Ich male mal so einen kompletten Strich hier hin. Für beide. Wieder dieses Towards Generator da in die Richtung. Wir starten bei 0,125 muss es eigentlich genau sein mit 0,08, kommen also bei 0,28 raus. Halt 0,208, ne? Da kommen wir raus. Oh, jetzt hätte ich vielleicht verschiedene Farben nehmen sollen, ne? Also auf dieser Linie. Wir starten hier mit 0,196, 0,279.
mache ich mal gestrichelt. So. Das wird der kommt auf dem raus, ne? Und wäre auf dieser Kurve verschoben worden. Klar? So, ablesen, der Punkt hier etwa bei der 2, naja, 2 plus j, was ist das, 2,4, der Punkt hier bei, das ist 1,3 minus j, oh, wird schwierig zu finden, ne, doch geht. 0,1, ne? So. Okay, das war das. Machen wir eine Viertelstunde Pause. Ja. Ich habe eine Linie eingezeichnet vom Ursprung für die Wahlzahl. Und zwar eigentlich zu der da oben, ne? Zu dieser Skala. Achso, also erst einmal den Reflexionsfaktor eintragen. Ich male eine Linie, die bis zu dieser 90 Grad geht, bis zu dieser Skala geht. Und dann messe ich die 0,7 ab und trage die dann hier ein, genau. So, die Drehung, da gehe ich auf diese Skala hier der Wellenlängen da und dann will ich um Lambda 12 drehen. Das heißt also, ich starte hier bei 0,125, müssten die 90 Grad eigentlich genau sein, weil das dann eben genau Lambda Achtel ist. Und jetzt gehe ich um dieses Stückchen hier weiter. Das sind gerade die 0,08. Ja.